Hallo, mein Name ist Luca Ferrari von Elektroroller Futura und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die THG-Prämie von jährlich 375 Euro pro Jahr für euren 45er Elektroroller bekommt. Und zwar haben wir ja schon ein Video gemacht und es hieß eigentlich, dass es die THG-Prämie, wo ihr jedes Jahr wieder 375 Euro bekommt, dass es die eigentlich nur für die 125er Elektroroller gibt. Aber jetzt haben wir erfahren über Umwege, dass das auch für 45 km/h Elektroroller geht. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie das funktioniert. Und jetzt erstmal noch was Allgemeines zur THG-Prämie. Die THG-Prämie wird jedes Jahr ausgeschüttet. Das sind zurzeit bis zu 375 Euro pro Jahr. Und das ist bis 2030 garantiert. Und das Tolle daran ist, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Elektroroller kauft für 1600 Euro, bedeutet, dass ihr in 5 Jahren den komplett refinanziert habt, also wäre dann komplett umsonst. Und ab da, für die kriegt ihr Geld dafür, dass ihr Elektroroller fahrt. Das sind natürlich unglaubliche Nachrichten, weil das heißt, dass wir von einem Land, das überhaupt gar keine 45er Roller fördert, zu einem Land werden, das die sehr gut fördert, was natürlich super ist für die Kunden. Und die THG-Prämie entsteht dadurch, dass wir müssen ja auf Sprit, der Sprit wird ja immer teurer, zahlen wir jetzt einen CO2-Preis und die Industrie muss auch eine CO2-Abgabe zahlen. Und das Geld wird teilweise jetzt ausgeschüttet in der THG-Prämie. Das bedeutet, dass es jedes Jahr, sagt das Bundesumweltamt, sagt, okay, dieses Jahr bekommt ihr ja zum Beispiel 350 Euro THG-Prämie. Jedes Jahr wird das neu bestimmt. Und die Regierung will sozusagen uns dazu indirekt zwingen, dass wir auf Elektromobilität umsteigen. Weil sozusagen das Tanken wird ja jedes Jahr teurer und einfach dadurch, dass immer mehr Abgaben hinzukommen. Natürlich ist der eine Faktor der Rohölpreis, aber der größte Faktor zurzeit bei uns sind die Abgaben, also die Steuern und diese CO2-Abgaben, die jetzt immer weiter draufkommen. Und diese Abgaben werden ja jedes Jahr höher. Das bedeutet, der Sprit wird jedes Jahr teurer und das wird dann ausgeschüttet an die Kunden der Elektromobilität. Und das Allerbeste ist, dieser Elektroroller, die fangen ja bei 1600 Euro an zurzeit, kann man ungefähr sagen, wird genauso krass gefördert wie ein Elektroauto. Und zwar mit zurzeit bis zu 375 Euro pro Jahr. Und jetzt erkläre ich das, wie das funktioniert. Aber alle Informationen dazu, wie das Schritt für Schritt geht, und vielleicht vergesse ich auch was in diesem Video, findet ihr in unserem Blog von Elektroroller Futura. Und die Beschreibung dazu findet ihr hier in der YouTube-Beschreibung. Und der Trick ist, dass ihr diesen 45er Elektroroller bei der Zulassungsbehörde anmeldet. Normalerweise kriegt ihr ja das COC-Papier mitgeliefert und dann geht ihr einfach zur Versicherung. Also sagen wir, ihr kauft einen Hawk oder einen Falcon oder einen Classico. Und dann holt ihr das COC-Papier mitgeliefert, damit geht ihr zur Versicherung und die Versicherung gibt euch direkt das Kennzeichen und ihr seid nicht verpflichtet, zur Zulassungsstelle zu gehen. Das ist man erst ab 125er Elektrorollern. Aber ihr könnt das machen und das ist der Trick. Das ist eine freiwillige Aktion sozusagen. Also geht ihr jetzt zur Zulassungsstelle und dann braucht ihr das COC-Papier. Ihr braucht die elektronische Versicherungsnummer, die EVB, die bekommt ihr bei eurem Versicherungsmakler. Und ihr braucht den Personalausweis. Und dann kostet die Zulassung natürlich Geld. Aber das ist sehr wenig. Es kostet, glaube ich, um die 20 Euro. Und dann bekommt ihr die Zulassungsbescheinigung Teil 1. Und diese Zulassungsbescheinigung Teil 1 ist die Notwendigkeit, um die THG-Prämie zu beantragen. Und das Tolle ist, das gilt auch für Roller, die ihr schon in der Vergangenheit gekauft habt. Weil ihr könnt ja jetzt zur Zulassungsstelle gehen und dann einfach dort die Roller anmelden. Und das ist natürlich eine super Sache, denn das bedeutet, auch wenn ihr 2019 eine Elektrorolle angemeldet habt, könnt ihr einfach immer noch dadurch die THG-Prämie bekommen. Und das sind wirklich unglaubliche Neuigkeiten. Das hätte ich auch nie gedacht. Aber es stimmt. Wir haben mit unserem Dienstleister, der das macht, mit E-Bonus, die haben das abgecheckt mit dem Umweltbundesamt und die sagen, das einzig Notwendige ist die Zulassungsbescheinigung Teil 1. Also, das ist, und noch was zur Prämie, wie ihr die bekommt. Wenn ihr jetzt diese Zulassungsbescheinigung Teil 1 habt, könnt ihr das bei diversen Dienstleistern hochladen. Also ihr könnt einfach eingeben im Internet THG-Quote und da findet ihr ganz viele Dienstleister. Und die gehen so von 200 bis fast 400 Euro. Und der Grund dafür ist einfach, jeder dieser Dienstleister die melden das an beim Umweltbundesamt und bekommen die Prämie und schütten die an euch aus. Ihr müsst sozusagen bei diesen Dienstleistern eure Zulassungsbescheinigung Teil 1 hochladen.
Und die nehmen sich sozusagen einen unterschiedlichen Teil davon vom Kuchen, wenn man so will. Manche nehmen vielleicht 150 Euro dafür, manche nehmen halt viel weniger Geld und schütten euch dann umso mehr Geld aus. Unser Dienstleister ist einer, der es am allermeisten ausschüttet, wie gesagt mit 375 Euro pro Jahr, E-Bonus. Den Link dazu findet ihr auch bei uns, wie gesagt, im Blog. Aber ihr könnt das natürlich da anmelden, wo ihr wollt. Ja, das ist, wir haben einfach einen Kooperationspartner und wir haben darauf geachtet, dass der sozusagen am meisten, einer ist, der am meisten ausschüttet. Und jedes Jahr, wie gesagt, ändert sich die THG-Quote, aber es kann auch gut sein, dass ihr noch mehr Geld bekommt, weil das Ziel der Bundesregierung ist natürlich, dass immer mehr Leute E-Auto fahren, E-Roller fahren und deswegen kann es sein, dass ihr nächstes Jahr vielleicht 420 oder 430 Euro bekommt. Das war es erstmal dazu, zu meinem Video, wie ihr mit 45 km/h die THG-Prämie bekommt. Gefällt euch das Video, dann liked das doch, dann teilt das doch und schreibt uns auch bitte eure Erfahrungen, ob ihr es geschafft habt bei der Zulassungsstelle, wie ihr es geschafft habt, den Roller anzumelden. Weil das ist jetzt komplett nagelneu. Es gibt jetzt vereinzelte Kunden, die es gemacht haben. Von denen haben wir auch den Tipp bekommen. Auch in diversen Foren steht das schon. Und wir sind einfach auf eure Erfahrung gespannt, wie das geklappt hat. Klappt das reibungslos? Klappt das gut? Es ist natürlich einfach, sind eigentlich die Neuigkeiten, würde ich sagen, für 45er Roller im Jahr 2022. Damit hätte, glaube ich, keiner gerechnet. Und dann erstmal, sage ich mal, vielen, vielen Dank an die Regierung für die hohe Förderung. Ich glaube, das bringt die E-Mobilität wirklich voran. Das ist ja das, was ich eigentlich auch in vielen meiner Videos gefordert habe. Ich habe immer gesagt, wir brauchen mehr Förderung. Das ist so ein Roller, das ist wirklich ein Top-Produkt. Ich bin von dem Produkt einfach mega überzeugt. Ich finde Elektroroller einfach mega geil. Naja, auf jeden Fall, dann Dankeschön. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Like das Video, wenn es euch gefällt und teilt es. Und Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektroroller, E-Scooter, E-Bike und Elektrokabinenroller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektroroller Futura.